Also herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel FK Austria gegen FC Flyer Lamm Admira. Heute in ungewohnter Funktion da, aufgrund des Präventionskonzepts. Fangen wir an, kurz zum Trainer von unserer Mannschaft, Zvonimir Mesoldo. Kurz dein Statement zum Spiel. Okay, insgesamt bin ich mit der Leistung meiner Mannschaft zufrieden, aber war viel mehr drin. Besonders die zweite Halbzeit, wir haben genügend Chancen gehabt, aber dann haben wir eine unglückliche Tor gekriegt und war viel mehr drin. Ja. Wille war da, Engagement war da, besonders die zweite Halbzeit. Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie in guter körperlicher Zustand ist. Haben wir die ganze Zeit Druck gemacht, leider haben wir kein Tor gemacht. Unnötige Gegentor haben wir gekriegt, in einer Phase, wo wir überlegen waren. Ja. Müssen wir dieses Spiel schnell abhaken. Samstags kommen neue Gegner. Ich habe schon vor dem Spiel gesagt, jeder Punkt zählt, wird spannend bis zum Schluss. Gibt es Fragen? Thomas, bitte. Herr Soldo, Ihre Mannschaft hat eine Vielzahl hochkarätiger Torchancen. Woran hat es gelegen, dass der Ball nicht im Tor war? War es Effektivität, war es Kaltschnäuzigkeit oder war es auch die mangelnde Spielpraxis? Kann man alles ein bisschen sagen, ja, auch mangelnde Spielpraxis. Wir haben nicht genug Spiele gehabt, das ist das erste Pflichtspiel. Und wir haben die ganze Saison dieses Problem, dass wir zu wenig Tore machen. Aber so viele Chancen wie heute haben, weiß ich nicht, ob wir haben noch gehabt, ja, gegen so einen Gegner, der Favorit war gegen uns. Und auf diese Leistung kann man aufbauen. Ja. Das gibt mir Hoffnung, dass, wenn wir weiter so machen, machen wir auch Tore und kriegen wir auch Punkte. Ja. Anschlussfrage von mir, aus Ihrer Sicht, was können Sie aus diesem Spiel lernen, was können Sie mitnehmen? Was sollen wir lernen? Ja, unnötig haben wir verloren, war viel mehr drin. Ja. Und wichtig ist, mir ist wichtig als Trainer, dass die Wille da war, Engagement war da, die Jungs wollten, ja, müssen wir dieses Spiel schnell abhaken und nach vorne schauen. Samstag kommt der nächste Gegner, wird noch schwieriger als heute. Ja. Noch Fragen? Dominik? Was hat den Ausschlag gegeben, dass Daniel Dodd und Marco Katlet zu Anfang angespielt haben? Ist das schon eine neue Ausrichtung bezüglich dem österreichischen Weg? Nein, okay, ich habe über... Weil der Daniel Dodd hat, glaube ich, die letzte Partie im September gespielt und Marco Katlet ist zweite oder dritte Mal von Beginn an überhaupt bei der Admira. Okay, ich habe einen Monat Zeit gehabt, ich habe mit Mannschaft gearbeitet, über einen Monat und die haben sehr gut trainiert und die haben die Chance verdient, dass die von Anfang an spielen. Ja. Gibt es noch Anlass? Ja, in der Phase, wo ihr die Austria unter Druck gesetzt habt nach der Pause, ist das ein Zeichen, dass ihr physisch schon auf diesem Hoch seid, dass ihr euch erhofft habt? War das ein körperlicher Unterschied oder ist einfach der Mut dazugekommen, dass man gesehen hat, dass der Gegner, obwohl er Favorit ist, doch nicht so dominant ist. Aber gut, der Mannschaft hat man gesehen, dass die Mannschaft in guter körperlicher Zustand ist. Und dann, wir haben noch 9 Spiele und wenn wir weiter so spielen, dann schaffen wir das, unsere Ziele zu erreichen. Ja. Also. Ja. Passt? Dann danke und wir übergeben.